Ist okay. Schon okay. Mir geht's gut. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder Salim? Die Sonne geht auf. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Turm. Der Turm ist da drüben. Da muss ich jetzt hin. Hast du ja ich habe kein Chichi. Et Ali, et Beini. Was hab ich zu verlieren?
müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell! Hilf mir! لن أذهب. الذي يفعلون لن ننتظر هنا طوال اليوم. أنت تعرف الموارد. سننتظر حتى يتصل. أزمات الانفجارات. أنا لست مستعجلا للانضمام إلى شريف. فقد استولوا هؤلاء الأوغاد على كل المناطق الشمالية. Ganz ruhig, Eich. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch.
تعال انا انسحب من هنا. Wir sind sicher. Alles okay, Salim? طيب طيب لم يزب اي اذى. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. يمكنني الباكا ولا جانبوكي. حاستاتي ومساعدتوكي. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. لك حظ انقذت حياتي. لن انسى فعلك حظ ابدا. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Der Turm. Ich muss zum Turm kommen. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein.
Wenn er draußen bleibt, sollte es gut gehen. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen. أنا متأكد أن المناطق الجنوبية ستقف في صالح. أنا أخشى أن تقف في الولايات المتحدة. أهلا سمير، إلى أين أنت ذاهب؟ مادم ولا يمكن أن يبدو أنك ليس بخير. يجب أن ترش وجهك بقليلا من الماء. جود، سوخ أين وفا. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. أنا أقترح أنه الجيش الموجود في الجبهة الشمالية أن ننقله إلى الجبهة الجنوبية. لا تسمع كلامه يا جمال، أرجوك لا تسمع كلامه. لا يمكن أن تنقل الجيش وتترك منطقة فارغة. المتمردون لا ينتظرون سوى ذلك. فلهذا يجب علينا أن نطاردهم أينما كانوا ونجعل توحيد البلاد. Die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! أبي، لا، لا تموت يا أبي، أنا بحاجة إليك، لا تتركني، لا تتركني. Er ist dein Vater.
لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنك صديقتي. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu.
Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Niemals erfahrt, Salek. Fakartuana Kisatikachi. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine ich Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Sie haben gelogen, damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein. Nein, ich bin weggerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst.